Ja. Meine Frage an Europa war, wie ungleich leben eigentlich Männer und Frauen? Es war überraschend zu sehen, dass es halt immer noch so eine große Ungleichheit gibt, weil es war für mich halt immer eine Selbstverständlichkeit, Männer und Frauen gleich zu behandeln oder sich Menschen gleich zu behandeln. Warum sollte man da einen Unterschied machen, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann ist? Was sagt das Geschlecht jetzt groß aus? Und das jetzt zu sehen, dass es immer noch so groß ist, dieser Unterschied, das sollte sich eigentlich ändern, meiner Meinung nach, weil es gibt natürlich biologische Unterschiede, aber die sollten jetzt nicht so stark reinspielen, meiner Meinung nach, wie man jetzt den jeweiligen Menschen behandelt und entlohnt jetzt zum Beispiel.